Ach ja, Leute, ist es nicht cool, einfach die komplette Apollo-Stadt in Miniatur zu haben. Damit willkommen zu einer Folge Minecraft Apollo hier auf meinem Kanal. Ja, ich habe hier mit Chisel and Bits, ich kenne das, sind so, kann man, also man kann wirklich ein Pixel pro Pixel hier mit kleinen Blöcken hier bauen, praktisch zum Beispiel Stein. Und ich habe auch die komplette Apollo-Welt, also zum Teil hier, einfach mit den Spawns so nachgebaut, gell? Ist ja auch mega nice. Hier ist Tobs ein Haus, hier ist mein Haus, hier ist Flo's ein Haus und hier ist Izzy's Haus. Das habe ich noch erst einmal gesehen. Ich glaube, das ist ja so ein Wolkenhaus oder so. Und ja, einfach die Bäume. Leute, wenn das nicht süß aussieht, nicht so richtig cool. Leute, ich finde es aber mega nice. Vor allem hier ist einfach so ein Dorf mit, also das Villager-Dorf, was eigentlich da hinten irgendwo ist, hat eigentlich, hat praktisch auch so einen Brunnen und so. Das habe ich auch richtig cool gemacht. Und ja, hier sind nämlich meine Dark Oakwood-Bäume, also wie man es hier sieht. Meine Bäume, die hier relativ weit hoch sind. Da vorne sind ja Oak-Bäume, also solche ganz normalen Bäume hier. Sind so, so hier. Und sogar mein Haus habe ich irgendwo, gell? Und da vorne ist nämlich auch ein Haus da. Bin ich aber noch nicht sicher, was ich genau da reinmache. Und das habe ich ja auch reingebaut, obwohl das, man sieht es eigentlich fast gar nicht. Oh, mein Turm halt, jo, mei. Ja, und ich habe sogar den Weg bis nach da vorne gemacht. Und genau, hier ist Flo's ein Haus. Da kann man sogar ein bisschen reinschauen. Und da sieht man sogar das braune ein bisschen Chests hier. Und gerade mit dem Eingang, ich finde es auch mega, mega nice. Und hier sind auch Flo seine, seine Sprucewood-Bäume, also seine Dingsbäume hier. Und ja, bei Izzy habe ich auch noch solche Dark-Oak-Bäume gemacht. Das Tobs seine Burg. Ich weiß, ich habe es nicht so perfekt machen können, weil, ja, ist halt, man kann halt, das ist das Kleinste, was man machen kann, so ein Pixel. Und ja, genau. Wer folgende Folge nicht gesehen hat, da haben wir, sehen wir. Hallo? Oh. Wer folgende Folge nicht gesehen hat, da, ich weiß nicht, was für ein Vieh ist. Wer Folge nicht gesehen hat, da war irgendwo, da, war so eine Falle, hallo, Eo. War so eine Falle da unten irgendwo, da hinten. Und, da ist das Vieh gekommen, Eo. Was, Eo? Was ist das? Ist das Slenderman? Hallo? Slenderman? Wirklich? Oder nicht? Ich will gar nicht hingehen. Slendy? Slenderman? Hallo? Slenderman? Da geht's! Nein, wer ist das? Hallo? Oh, what the? Ist wirklich Slenderman! Was ist für ein Vieh? Hä? LOL! Hä, mein kompletter Bildschirm ist. Okay, alles klar. Es war legit. Was war das gerade? Es war legit gerade ein Enderman. Man muss hier immer noch alles einlagern. Das mache ich doch demnächst. Und, hallo. Eo. Wer die Folge nicht gesehen hat, wie gesagt, rechts oben bei mir auschecken. Da war nämlich, das ist irgendwie ein Vieh, das Ganze mit Dunzi, irgendwas geschrieben habe. Gjord, Nöbig, Hunz. Was ist Hunz? Ich kenne nur einen Heinz, ich kenne nicht Hunz. Boga, Sohi, Mono. Mono, ist nicht Mono irgendwie, einstimmig? Boga, ja, was ist Boga? Boga? Komm, schauen, ist irgendwas weiter? Ich hoffe, ich muss mal hinschauen. Ich will aber gar nicht hinschauen, weil es radioaktiv ist. Kommst du von da? Man rennt weg. Was mit dem Typ ist? Ach so. Hast du die Chest, oder was? Nicht die Chest? Du willst da rein, oder was? Was mit dir? Nein? Siehst du, in die Chest soll ich reinschauen? Na, was willst du von mir, du Eo? Was macht der? Na, Kilitab ist er, oder? Schaut so aus wie... Oh nein, hat er das Essen gesehen? Oh nein. Willst du das zu essen? Zu essen willst du, oder was? Was willst du von mir? Ja, ich schau mal jetzt... Ich weiß nicht, was du willst. Genau, nämlich, Leute, welche Quest war ich da gerade? Kanaltausch. Ich will nämlich auch Dings hier haben. Ich hab gesagt, ja, Flo ist Dingssüchtig, Totensüchtiger, halt irgendwie gesagt, in die Kommentare. Deswegen will ich auch, ich will zwar nicht süchtig werden, aber ich will mal Totems. Ich weiß nicht, wie das ist. Für den 500 Dollar noch das Shops, okay? Ich weiß nicht, ob ich das direkt schon geschafft habe. Weapon Case. Da für drei Totems kriege ich da, lol, okay. Drei Totems sind gut. Weihnachten. Schenke einen Bildspieler an Weihnachten ein richtig cooles Geschenk. Ich habe, ist sie, glaube ich, 40 Dollar für zwei Chunks was geschenkt, glaube ich, zu Weihnachten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich zu Weihnachten gemeint habe. Also, ich sehe schon, Weihnachten ist ja schon vorbei. Also, kann ich es, glaube ich, abchecken, ja. So. Ich habe Gembags. Was sind Gembags? Kann ich es auch machen? Gems. Ich glaube, es sind auch Gems. Ich weiß nicht, was Gems wirklich notwendig sind. Gems, wo habe ich denn die Gems? Hier habe ich Gems. Habe ich da schon irgendwelche Gems vorhanden? Ja, die meisten habe ich eh schon, oder? So. Hallo? Was hast du gemacht?
Eo, Eo. Hä, wo ist denn Eo, Eo jetzt hin? Was war das? Was hast du gemacht? Mit dir. Hä, was hast du gemacht? Hat sie gerade explodiert? Muss ich doch die Chunks entkämen, wer auch immer das mir entkämt hat. Nein, wo ist er jetzt hin? Hä? Hä? Ist er gerade durchgeflogen? Oder wo ist Eo? Ah, hier bist du, hä? Lass doch ja explodieren, bitte. Hallo? Hä, was? Hä, bist du... Also, du darfst nicht ins Wasser, oder was? Ah. Oh, okay, du bist etwa Wasser... Das ist eine alles Wasserallergie, alles klar. Hä? Was? Was war... Hä, ich war... Was shot? Punkt. Da steht auch Punkt. Hä? Hä? Also, will das Vieh mich einfach jetzt auch killen? Was ist das für ein Vieh? Bist du? Oh nein. Eisen. Ich glaube, Rusted Iron Ingot brauche ich nicht. Ja, was? Ist ein Huhn? Ist ein Baumtyp. Ja, was war? Wow! Wow, der Baumtyp meint's aber ganz böse, okay. Alles klar, aber was hat das Ding so gemeint? Ich muss unbedingt hier irgendwie einen besseren Aufgang machen, als hier schneller hochkommt zum Turm. Ja, aber was hat das Vieh hier mir gemeint? Egal, ich will jetzt auch Dings hier. Ich würde es auch, nehme ich, Leute. Habt ihr gefragt, ja, Julian, gib Flo wieder den Blocki zurück, ja. Nehme ich, war das eine Quest hier? Schaut mal. Weltreise für den Schneemann. Warte mal, wo waren die Quests? Level Up. Schaut eine Fähigkeit vom Haustier frei. Warte mal, wo waren das? Heiß? Richter Nether-Portal. Das kann ich auch noch machen, Nether-Portal. Und tot. Töte ein Spiel mit einer Falle. Wo waren das? Irgendwo war so eine Quest mit dem Haustier, oder habe ich das schon? Schießle einen Block für einen Mitspieler. Hashtag Apollo. Wo war denn das? Irgendwo war hier so ein Dings. Retrominiere besitzt eine Linie von 16 Chunks. Habe ich das eigentlich schon? 16 Chunks, eine Linie von 16 Chunks. 1, 2, 3, 4. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich denke nicht. Aber wo waren das? Irgendwo war eine Quest. Dass ich irgendwas mitnehmen soll, was er liebt. Und nachher 6 Folgen danach wieder zurückgeben. Ich habe es ein bisschen verpeilt. 25% erreiche Apollo Folge 25. Warte mal, ist es? Doch, die Folge ist sogar Apollo Folge 25, gell? Soll ich gerne das claimen? So. Hier ist wieder der Typ. Jetzt so die Frage. Wo war das? Profi, erreiche Level 20 an Skill. Schüler, Götterprüfung, Apollo, Dominizil, Frontosch, Präsidenz. Wo war denn das? König? Bis jetzt 75 Chunks. Ich hab ich schon. 75 Chunks habe ich. Ich glaube, ich habe schon ca. 100, oder? Land. Besitzt einen großen 6x6 Bereich an Chunks. 6x6 habe ich das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, Tatsache habe ich. Nice. Okay, ich muss auch unbedingt mehr hier meine Chunks hier, also meine ganzen Sachen hier, meine ganzen Quests hier checken. So, 400. Okay, ich habe wieder 400 Dollar. 500 sogar fast. Wo war denn das? Oder habe ich das schon claimed? Das ist jetzt 100 Chunks. Ja, habe ich. Ja, okay, da bin ich nicht sicher, ob ich schon 100 Chunks habe, aber ich glaube schon. Kriegen. Claim jetzt 10 generische Chunks. Kann ich auch demnächst mal machen. Dominizier. Aber wo war das? Irgendwo war hier ein Ding. Sicherheit. Sicher ein Haus mit Security Craft. Alles klar. Spielplatz. Schutz. Schaffe einen Eisengolem. Kann ich mal machen nachher. Dekoration für Schönere in Spawn. Kann ich auch noch machen. Königreich errichtet die Zeus Akropolis. Alles klar. Aber Zeus ist nicht da, das ist das Ding. Okay, ich glaube, ich mach mal hier die ganzen Chunks. Ich claim hier mal sehr viel Chunks. Dass ich mal hier irgendwie. Oh, lol, Flo. Nein! Oh, Trupps habe ich überholt. Flo hat 150 Chunks. Okay. Wie viel kann ich da jetzt. Ding ist das, ha? Nehmen mal so 65 Dollar. Da komme ich, glaube ich, aus. Ich kann mal. Weil, wie viel kann ich jetzt. Ich claim halt so viel ich kann. Ich habe 99 gehabt, okay? 99? Okay, 99, das heißt, ich habe jetzt 20 Chunks, okay. 20 Chunks kann ich claimen, das heißt, ich schreibe 20 drauf. Okay, nämlich wollte ich jetzt hier, weil ich habe noch Delete, also die Dings hier. Ich wollte ich noch, hier, was ist das? Page 1 Username, also ich glaube, das ist ein Postmann, stimmt's? Ich nehme das mal mit, das sieht cool aus, meine Mailbox. Ich hoffe, das ist kein Diebstahl, ja? Ich nehme das mal mit. Weil sie sehen irgendwie cooler aus als meine, oder? Ja, weil so eine Holzdings, wer braucht noch Holz? Eine Mailbox hier sieht cool aus. Okay, Mailbox plus Mailbox. Ja, ich hau's mal wieder ausnahmsweise nicht in den Fluss, weil ihr gesagt habt, du sollst umweltfreundlich sein, ja?
Und, genau, Salz. Gebe ich nämlich, Blocky wieder zurück. Und Leute, ihr wisst nicht, ihr würdet nie, ihr werdet nie erraten, wo Blocky ist, ja? Nie im Leben, ja, Leute? Jetzt kommt's. Jetzt nur die Frage, kann ich den... Warte mal, jetzt nur die Frage. Muss ich das da irgendwas entclaimen, oder... Weil sonst kann ich es nicht abbauen. Ich hoffe aber nicht. Weil nämlich ist Blocky in irgendeinem Baum drinnen. Nehmen wir nicht. Muss ich gleich schauen, ob ich, ob ich irgendwie mich dingsen kann. Ob ich irgendwie... Wo war anders? Wo ist denn das? Irgendein Baum ist da nämlich drinnen, ja? Okay, jetzt muss ich schauen. Bitte. Okay. Ich könnte es entclaimen. Jetzt muss ich nur schauen, welcher Baum das genau war. Ich denke, der Baum war es, oder? Das Ding ist, ich bin mir nicht sicher. Aber ich denke, der Baum war es. Oh, nee. Der war's. Das heißt, wie viele Chunks muss ich denn claimen? Eins, zwei. Das heißt, ich muss zwei Chunks claimen. Okay. Dann claim ich schnell zwei Chunks. Und, aber ich muss jetzt irgendwie Flo fragen, ob er mich, um mir vielleicht das Geld wieder zurückgibt wegen Blocky und so. Und was ist das? Hallo, Leo Löhle. Vending Machine. Gelbes Geschenk. $50 from Cost of 40. Grünes Geschenk, rotes Geschenk. Hä? Warte mal. Kriegt er ein Geschenk? Ein grünes Geschenk, so ein Line-Geschenk wäre eigentlich relativ cool. Ich glaube, ich kaufe wieder eins. Ich habe jetzt nicht so viel. Es kostet zwar $50. Wie viel habe ich? 35. Oh nein, geht sich das aus? Egal, ich hau einfach alles rein, Leute. Ich kriege wieder. Oh nein, jetzt habe ich 65. Grünes Geschenk. Okay, ich habe sie wieder gekriegt. Okay. Jetzt habe ich noch $15, oder? Ja, ich habe genau noch $15. Okay. Grünes Geschenk. Ja. Das sieht richtig nice aus. Hä? Leute. ich hab, glaube ich, gerade ein grünes Geschenk, bloß in den geklemmten Bereich reingegeben und dachte, was weg? Okay, jetzt hat sich gerade herausgestellt, dass es irgendwie gebuggt hat und, jetzt hier kann ich es gamen. Oh, Jade, was war drin? Melonenfisch? Alles klar. Emerald Skirt, Leute. Das zieh ich direkt wieder aus. Emerald Skirt. Ich habe sowieso gerade keine Hose an. Weil meine ist in letzter Folge kaputt gegangen. Aber lol, eigentlich ganz cool hier. Ein cooles Geschenk. Aber dass da wirklich was drin war, gell? Und jetzt schau ich noch, was kann ich noch für Quests machen? Irgendwelche softigen, schnellen Quests. Königreich. Erreicht die zweite Akropolis. Jo, mega, richtig eine Kuhfarm. Schutz. Erschaffe einen Eisengolem. Dekoration verschönere den Spawn. Irgendwo, was ich noch craften kann, kann ich vielleicht machen. Errichte etwas Gemeinnütziges am Spawn. Habe ich auch noch nicht. Apollo steht in Apollo Merch Design. Was gibt's hier noch? Frauentausch. Da kriegt man $100. Okay, ich brauche genau $80 oder so. Errichte einen Tempel, der begegnet den Gott Apollo. Apollon. Könnte Prüfung absolvieren. Und genau, apropos Apollo, ich habe gesagt, irgendwie. Das buggt nicht, das ist ein Teleporter. Und Leute, was für ein Teleporter, Leute? Das buggt komplett hier, stimmt's? Warte mal, hier kann man durchgehen. Aber war das denn, weil solche Blöcke waren ja da überall, oder? Was ist mit dir? Warte mal. Ist das ein Teleporter oder was? Was ist das? Was gibst du mir? Fishcase, this box smells fishy. Fishcase? Was krieg ich raus? Fishcase? Kann ich irgendwie aufmachen? Okay, im Spawn kann ich glaube ich nichts abbauen. Ich kann es glaube ich nicht aufmachen, oder? Ich mach's mal zu Hause oder so auf. Aber lol, ist es wirklich ein Teleporter? Lol, wo bin ich hier? Ist hier Eisen? Ich will da jetzt irgendwie nicht runterspringen, aber mal schauen, habe ich noch Essen? Ja, ich habe noch Schnitzel dabei. Alles klar. Was ist hier unten? Ist irgendwie eine Höhle? Sind richtig viele Crystals. Und hier ist irgendwie so ein Dings hier. Ich glaube, ich muss mal Minecraft-Sounds hochmachen. Hier ist irgendwie so eine Mine und hier ist irgendwie so ein kritisches Teil oder so. Hallo? Wer ist das? Hallo? Hi, wie geht's dir so? Was ist das für ein Typ? Sei gegrüßt, junger Reisender. Apollon? Warte mal, war das der Typ, der, wo ihr gesagt habt, warte mal. Apollon, sei gegrüßt, junge Reisender. Hallo, Apollon. Hat er Schlüssel in der Hand? Nee. Richtig Dings.
Du hast bestimmt einige Fragen, kleiner Kaktus. Ja, habe ich eigentlich alles. Ja, ich habe sehr viele Fragen. Zum einen, wo Zeus ist und zum anderen, wo Dings ist. Aber ich glaube, das ist der, ich nenne es Apollon, irgendwie der Gott, der von allen, also der Übergott. Okay, aber der hat so ein kleines Reich auch drinnen. Apollon, der nachdem diese mystische Welt benannt ist. Also stimmt, gell, Apollon und Apollon. Ich glaube, er ist so der Übergott, also der Gott der Götter. Ich glaube, hier war irgendwo auch noch so eine Quest. Auch da. Alter, so ein Thron hat er auch, gell? Richtig cool. Ich bin einer der drei Urgötter, die vor Millionen von Jahren über Apollo geherrscht haben. Vor Millionen von Jahren? Ich bin jetzt gerade noch nicht mal ein Jahr. Ich bin vielleicht 2 Monate hier auf der Welt, aber sonst. Ich meine, die Welt sieht cool aus, außer dass das Topset, der auf der Welt ist, aber sonst. Denn Zeus ist nicht der einzige Gott, den du kennen solltest. Ja, ich kenne Hades und Loki, glaube ich, hat Tops und nichts, also nix hat Easy, denke ich. Oh, lol. Aber ich bin einer der drei Urgötter, einer der drei. Sieh, mein Stiefbruder Erebus war noch nie der freundlichste. Er wollte alle 25 Dimensionen vereinen und alle hasserbissenen Kreationen Freiheit gewähren. Alles klar, warte mal. Er wollte alle 25 Dimensionen vereinen? Warte mal, 25 Dimensionen. Das hätte das Ende bedeutet. Für die Zivilisationen und die Welt, wie wir sie damals kannten. Alles klar, warte mal. Das hätte das Ende bedeutet, wenn alle 25 Dimensionen vereint werden und alle hasserbissenen Kreationen Freiheit gewähren. Warte mal. Wir müssen etwas tun. Ja, müssen wir. Zum einen auch Dosen beseitigen, ja. Also wir mussten etwas tun. Chaos und Zerstörung, sowie Furcht und Tod hätten das Land geprägt. Warte mal, Chaos und Zerstörung. Also okay. Aber einer der drei Urgötter. Ich glaube, Erebus ist nicht Erebus eher auch. Ich glaube, das ist ein Bruder oder so, ein anderer Gott. Aber lol. Wie es auch alles aussieht. Ja, aber über Apollo geherrscht. Denn Zeus ist nicht der einzige Gott, den du kennen solltest. Alles klar, okay. Ja, dann will ich jetzt auch wieder gehen. Chaos und Zerstörung ist wie Furcht und Tod, okay. Hätten das Land geprägt. Ja. Ich bin einer der drei Urgötter, die vor Millionen von Jahren über Apollo geherrscht haben. Alles klar. Okay, wir müssen etwas tun, hat auf jeden Fall gesagt. Alles klar, dann gehe ich mal wieder. Aber lol, was war das bitte für ein... Ist er echt Apollo? Ist er der übelste Gott? Warte. Was denn? Ich bin schon wieder da, Leute. Ich bin schon wieder da. Apollon, keine Angst. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Ja. Okay, Geschichte ist noch nicht vorbei. Ich bin gerade überlegen, was kann das alles? Hat es irgendeinen Zusammenhang alles? Das heißt, sei gegrüßt, Reisender, blablabla. Er ist praktisch der Übergott. Ich bin einer der von, also der hat, er ist der, einer der drei Dings, einer der drei Hauptgötter, der hier früher noch geherrscht hat. Wir hatten uns alle vereint. Zeus, Hades, Nyx und ich. Okay. Hades, Nyx und ich, okay. Um Erebus ein für alle Mal zu verbannen. In die tiefste und sicherste Dimension von allen. Alles klar. Warte mal, ist Zeus in das... Warte mal. Ist Zeus in der Dimension? Ich weiß nicht. Weil Zeus war schon länger nicht mehr da. Muss uns ein Mal zu verbannen in die tiefste und sicherste Dimension von allen. Alles klar. Was kann das heißen? Aber nun ist die Welt in Harmonie. Naja, bis den du Chaos 45 und Tops nennst. Was? Naja, bis den du Chaos 45 und Tops nennst. Man heißt das, dass irgendwie Throntops böse ist? Allerdings bin ich langsam, alt und eingerostet. Ich wache über die 25 Dimensionen und sorge für Gleichgewicht. Alles klar. Warte mal. Aber nun ist die Welt in Harmonie. Naja, bis den du Chaos 45 und Tops nennst. Ja, also die zwei sind mehr oder weniger... Witzboller. Es gibt immer ein paar Götterkriege, aber das ist nicht meine Energie wert. Ich kümmere mich darum, Erebus in Schuss zu halten. Und das erfordert 99% meiner Energie. Alles klar. Und deswegen sitzt er wahrscheinlich auch da, oder? Okay. 99% meiner Energie. Aber nur ist die Welt in Harmonie. Aber der hört sich auch schon wirklich so mystisch an und so. Okay, was hat der bitte für eine Krone und... nun denn, junger Kaktus.
Erfülle deine Aufgabe und wache über das Land. Okay, okay, okay. Ja, junger, okay, ich sag gleich noch nichts, ja. Weil, der ist ja schon relativ alt. Ich glaube, über, warte mal, das hat er geschrieben. Über, mystische Welt benannt ist. Ich bin, einer der drei Urgötter, die von Millionen von Jahren. Ist er ein Urgott praktisch, okay? Trete in den Fußstapfen deines Gottes. Er ist nicht mehr der sportlichste. Ja, ich muss wirklich, ich muss Zeus wirklich irgendwie zum zum Laufrad bringen. Ich brauche irgendwie ein Laufrad oder so. Alles klar, okay. Und ich glaube, es gibt auch so eine Quest, die nämlich, wenn ich mich nicht täusche, wo irgendwo Königreich, Kaiser, Krieg, irgendwo war Apollo, gell? Apollo. Wir gegen den Gott Apollon. Oh, habe ich jetzt Dings? So, ja, betreten den Gott Apollon. Begegnen den Gott Apollon. Nice, okay. Endbox contains. Lol, okay, richtig viel. Ich habe richtig viel Stuff gekriegt, warte mal. So. So und so. Jetzt kaufen wir doch mal mit den Dollar, mit, was wir gemacht haben. Eins und. Oh nein, ich habe es nicht rausgegeben. Eins und zwei. Dass ich zwei Chunks entclaimen kann. Das heißt, wir haben nur $25, aber $35, aber dafür kann ich ja bei Flo Blocke wieder zurückgeben. Nämlich, war das auch eine Quest? Ich glaube, ich habe sie schon claimed. Suchte, glaube ich, erst nächste Folge hier. Ja. Oh, was bist du für Vieh? Hallo? Böse, 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 böse. Alles klar, okay. Okay, okay, okay. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ich glaube, da vorne kann ich es nämlich claimen. Ich darf nicht mittendrin claimen. Nämlich, Flo hat, glaube ich, 20 Chunks mehr als ich, ja. Und das ist schon relativ viel. Das heißt, ich bringe jetzt Blocken mal zu ihnen zurück. Ich denke, es war der Baum, sollte es gewesen sein. Das heißt, so. Das heißt, ich kann jetzt die zwei Chunks hier claimen. Ich hoffe, das reicht hier, oder? Eins und zwei. Doch, das müsste reichen. Weil hier ist nämlich Blocke drin. Ja, nice. Okay, es war richtig Baum. Nämlich hier ist hier Blocke drinnen. Und, warte mal. Hier ist, war nämlich das, die beiden Hölzer hier. Und, okay. Nämlich, soll ich jetzt eigentlich auf Titus... Ich glaube, Titus, glaube ich... Oh, ist ein Überdings. Oh nein. Ist ein Über, sind ein Sterne-Dings, okay. Lol, ich habe so eine Chest von denen gekriegt, alles klar. Und ein Buch, lol, okay. Teleport. Okay, das Buch ist, glaube ich, cool. Genau, nämlich wollte ich Blocke hier jetzt nämlich... Da sitzt Blocke. Oh nein. Also stimmt, gell, ich muss ihn, glaube ich, schieben. Ich glaube, ich muss ihn schnell hier reinschieben, so. Zu Flo. Weil, nämlich hat es so eine Quest gegeben, wie gesagt, dass man hier praktisch einfach 6 Folgen lang ein Stück, was man, was ein anderer Spieler nie liebt hier, nimmt und ihn nachher praktisch 6 Folgen wieder zurückgibt. So. Gib ich es einfach schnell wieder zurück. Die Zeitchance kann Flo einfach wieder claimen, ganz easy. So, ich muss, darf nur nicht stuck kriegen, ja, dass sie in einer Ecke sitzen, ich kann nicht mehr rauskriegen. So. Aber ich glaube, Titus ist, glaube ich, eh nicht mehr da, oder? Kann ich es hoch, so? Nicht so ein Zorn, Zorn ist böse, so. Nice, nice, nice. Aber Flo hat auch schon richtig viele Chunks, gell, so. Bam. So, so, so. Genau. Und, genau, ich glaube, Slime oder so habt ihr auch geschrieben. Hab ich, aber nein, Leute, ich hab Slime nicht. Weil Slime war irgendwo bei Flo irgendwo versteckt oder so. Weil, ist schon länger her, weil ich und Tobs haben irgendwie hier bei Flo eingebrochen. Und, haben wir praktisch nur Blocke, also ich habe nur Blocke gestohlen hier. Und, so, ich habe zwar mein Geld nicht gekriegt, aber ich habe trotzdem, ich gebe damals Blocke trotzdem zurück. Weil sonst wird es ja, sonst, es ist schon so lange, dass Blocke weg ist, ja. Hier hat Flo auch schon eine Mailbox. Ich glaube, Tito ist nicht mehr da, oder? Nee. Oh nein. Das ist ein neuer Golem. Ich setze mal Blocke hierher und, gehe mal lieber weg hier. Ich glaube, Blocke bewegt sich eh nicht. Okay, nice. Ja, würde ich jetzt auch sagen, das war's hier mit der Folge. Also unbedingt ein Like und ein Abo da. Für mehr hier. Und ich glaube, ich... Warte mal. Soll ich den Baum hier lassen? Ich glaube, ich lasse ihn einfach, dass Flo weiß genau, wo er drinnen war. Wie gesagt, lasst einen Like und ein Abo da. Hack, du hast einen 30 Bootshop vorbei. Ab hier. Für saftiges Silvester-Design hier. Und, ja. Lasst ein Like und ein Abo da. Und aktiviert die Glocke. Und ciao!